Hallo, ich bin Glenn, ich bin Journey Practitioner, seit 4 Jahren bei der Journey und ich sitze jetzt hier mit Bettina. Hallo. Bettina Halifax, die nicht nur Journey Practitionerin ist, schon seit vielen, vielen Jahren, außerdem auch noch Präsenterin. Das heißt, sie macht die Seminare in Deutschland und Schweiz, Österreich. Was kann jemand erwarten, der zu einem Seminar jetzt kommt, wie zum Beispiel das Journey Experience oder Journey Intensive? Was kann er denn erwarten? Was kann man da erwarten? Ich würde da jetzt mal ein bisschen anders ansetzen, denn was bringt mich einfach auf den Weg? Und da würde ich mal ganz kurz einfach sagen, dass als ich damals von The Journey gehört habe, da ging es mir seelisch nicht gut, mir ging es emotional nicht gut, mir ging es körperlich nicht gut. Und als ich das Buch von Brandon gelesen habe, The Journey, ein Highway zur Seele, da fühlte ich mich richtig angesprochen, tief in mir angesprochen. Und dadurch, dass meine Freundin mir das empfohlen hat und gesagt hat, sie hat das schon ausprobiert, sie war bei einer Journey Practitioner und zu einer Einzelsitzung, da war sehr viel Vertrauen da und dann habe ich das auch gemacht. Und was mir da die Journey gegeben hat, ist wirklich, dass ich mich selbst wiedergefunden habe. Denn über Jahre hinweg, von der Kindheit an, über die Jugend, über das frühe Erwachsensein, irgendwo auf dieser Zeit habe ich mich total verloren. Ich wusste nicht mehr, was ich wirklich will, wer ich eigentlich bin und habe mich mehr damit identifiziert, wer ich nicht bin oder was ich für Fehler habe oder was nicht gut an mir ist. Und bei der Journey ist das halt so, du kommst so tief in den Kontakt mit dir selbst, dass du wieder zum Ursprung zurückkommst, so wie du dich vielleicht als kleines Kind gefühlt hast, wenn du einen Moment hattest als kleines Kind, woran du dich erinnern kannst, wo du wirklich so einfach im Fluss mit allem gewesen bist. Und das Zweite, was für mich sehr faszinierend war, war wirklich zu einer Kindheitserinnerung zu kommen, an die ich mich auch nicht mehr erinnert habe, weil ich mich an vieles nicht mehr erinnere. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die kennen so, mir ist das passiert, als ich 4 war, als ich 7 war und als ich 10 war, als ich 3 war. Für mich war ziemlich alles dunkel. Und in den Gesprächstherapien, die ich vorher gehabt habe, da habe ich erahnt, was vielleicht eventuell, sagen wir mal, die Ursache meines derzeitigen Problems ist. Doch bin ich nie an die Wurzel herangekommen, weil ich es halt blockiert habe. Und in der Journey ist das halt eine ganz geführte, sanfte Anleitung, um an die Sachen heranzukommen, die eigentlich total abgedeckelt sind. Und wir verarbeiten sie dann komplett aufs Neue. Und von daher haben wir einen Loslassungsprozess, wir haben einen Vergebungsprozess, wir haben vorher die Aussprache, um all das, was in uns gespeichert ist, wirklich loslassen zu können. Und dadurch die Menschen, die zu der Journey hinkommen, zu einem Journey Experience Seminar, zu einem Journey Intensive Seminar, das sind halt die Menschen, die für sich vielleicht auch schon viel ausprobiert haben und sich selbst einfach nicht finden können oder nicht herausfinden können, warum ticke ich so, wie ich ticke. Ja, oder wie komme ich in mein Potenzial, wie kann ich mich leben oder warum bin ich auf einmal krank geworden oder sie kommen zur Journey, weil sie einen Schicksalsschlag erhalten haben oder weil das Leben sie in irgendeiner Weise wachgerüttelt hat. Und was wir auf dem Journey-Seminar halt erleben, auf dem Einsteigseminar, ist diese Reisen, die Brandon in ihrem Buch auch beschrieben hat, das heißt die emotionale Reise und die Körperreise sind zwei verschiedene Einstiegsanleitungen, die lernen wir wirklich in aller Tiefe kennen und wenden die auch direkt an. Das heißt, nachdem wir einen intensiven Morgen haben, wo wir praktisch Schritt für Schritt auf die Reise geführt werden, sozusagen, ist es dann nachmittags so, dass wir mit einem Partner der Wahl, den wir aussuchen, die Reisen, die Journeys austauschen. Und auf dem Seminar ist es so, dass immer viele Unterstützer da sind, die bestehen aus Menschen, die die ganze Ausbildung gemacht haben, die sogenannten Journey Practitioner, sowie als Menschen, die immer wieder zurückkommen. Denn wenn du einmal das Einstiegsseminar gemacht hast, darfst du als sogenannter Trainer, darfst du immer wieder teilnehmen. Und das ist zwar umsonst, das muss man dazu sagen, ja, das ist ja wichtig. Genau, man darf einfach dabei sein und begleiten. Und
diese Begleitung hast du dann, wenn du zum ersten Mal das natürlich machst. Manchmal sind Fragen da, ne? Manchmal sind natürlich Herausforderungen da und da ist ein großes Unterstützerteam. Von daher ist der, sagen wir mal, Unterschied zum das Buch in die Hand nehmen und es selbst probieren, ist halt, dass du wirklich in aller Tiefe Schritt für Schritt den Prozess kennenlernst und auch den Prozess sofort anwendest. Von daher ist es ein sehr tiefes Seminar, ein sehr erfahrenes Seminar, ein erlebbares Seminar. Das erleben wir auf dem Seminar, genau.